Herzlich willkommen und hallo liebe Zuschauer zu Blickfang, das Bodenseemagazin. Ja, unsere wunderschöne Bodenseeregion, die hat ja so einiges zu bieten. Und wenn man über Kultur bei uns in der Region spricht, dann fallen als allererstes zwei Worte, die Bregenzer Festspiele. Es werden Köpfe rollen und davon gleich 26. In dieser Festspielsaison übernimmt Prinzessin Turandot auf der Bregenzer Seebühne die Regentschaft. Ein persisches Märchen von Giacomo Puccini, in dem sich die Prinzessin nicht vermählen lassen will, sondern ihren Anwärtern selbst Rätsel stellt. Wer sie nicht lösen kann, wird geköpft. Nur der geheimnisvolle Prinz Turandot erobert das Herz der Prinzessin. Die neue Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka, hat sich die märchenhafte Oper für ihre erste Saison ausgesucht. Turandot am See, glaube ich, wird wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Es ist eine sehr farbenprächtige Partitur, sehr schwungvolle, mitreißende Musik, ein gut zu erzählendes Märchen und natürlich Nessun Dorma als der letzte Tenorschlager, der für Oper geschrieben wurde und wo ich glaube, dass der am See ganz besonders gut funktioniert. Und Hoffmann ist in der Kombination mit Stefan Herrmann und Johannes Debus hier im Haus, im Entstehen gerade und bei dem Prozess jetzt weiß ich noch mehr, warum ich es gewählt habe. Hoffmann ist eine nicht vollendete Oper, ist wie ein Steinbruch, wo jedes Team, das sich mit diesem Stück auseinandersetzt, neu entscheiden muss. Was ist wichtig, wie setze ich es wieder zusammen, was will ich erzählen? Die unvollendet gebliebene Oper wurde 1987 und 1988 bereits als Spiel auf dem See gezeigt. Seit der in den 70er Jahren als gültig geltenden Fassung sind viele neue Musikstücke und Interpretationen Hoffmanns hinzugekommen. So viel, dass eine ganz neue Fassung entsteht, die dieses Jahr in der Oper im Festspielhaus aufgeführt wird. Auf der Seebühne, teilweise in 27 Metern über dem See, wimmelt die Prinzessin ihre Brautanwärter ab. Geheimnisvolle Exotik, spektakuläre Chorszenen und opulentes Morden. All das verkörpert Turandot-Sängerin Katrin Kaplusch. In ihrer Rolle als Eisprinzessin nähren sie sich und Prinz Turandot erst einmal mit Angst. Der besonderen Herausforderung, auf der Bregenzer Seebühne aufzutreten, begegnet sie mit großer Vorfreude und Zuversicht. Allein natürlich die Größe, die Spaß macht. Es ist eine Herausforderung, immer so einen großen Raum zu füllen. Das gilt auch für große Theater. Hier ist es natürlich akustisch nochmal speziell. Aber unter der Arbeit gewöhnt man sich dran. Und es macht einfach nur Spaß. Also ich bin jemand, der gerne viel Platz hat. Am liebsten bin ich in einem Raum, der groß ist und in dem ich so weit ausstrahlen kann, wie es irgendwie geht. Und das macht Spaß. Das kann man hier exerzieren. Wer hier auftreten darf, ist Bestandteil eines Kulturerlebnisses der Spitzenklasse, getragen von rund 160 Tonnen Stahl und 60 Tonnen Holz. 40 Technikfirmen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Rumänien wirkten an dem spektakulären Bühnenbild mit. Bühnenbildner und Regisseur Marco Arturo Marelli ließ von Puccinis Frauenbild und dem exotisch-erotischen Wunschbild, das man im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vom fernen Osten hatte, inspirieren. Nach 2,5 Jahren Zusammenarbeit mit dem Technikteam offenbarte sich da zu manche Herausforderung. Erstens kurze Zeit, 3 Besetzungen, Größe der Bühne, die Organisation, weil es sehr weit weg ist, die Distanzen, dann muss man ganz anders arbeiten hier. So feine Psychologie ist nicht möglich hier auf der Seebühne und man muss sehr gut organisiert sein. Selbst extremen Wetterbedingungen wie Sturm und Schlagwetter muss das Bühnenbild standhalten. Puccini, der ein großer Technikfan war, wäre sicher beeindruckt gewesen. Auch der persische Prinz hat Ahnung von Technik. Der gelernte Automechaniker ist heute Model und Schauspieler. Ausgerechnet auf der größten Seebühne weltweit hat Mike Galedi seine Bühnenpremiere. Bei der Bregenzer Festspiele zu spielen, ist schon eine große Ehre, weil als Vorarlberger, wenn ich schon hier lebe und so oft auf der Bregenzer Festspiele war und war immer schon, wow, wie kann ich da mal mitmachen? Ich wusste immer, okay, solange man nicht singen kann, darf man auch nicht mitmachen. Und wo die Rolle, die Anfrage kam, habe ich mir gedacht, wow, nicht singen, nur spielen, das ist es.
Nach dem Zweiten Weltkrieg aus Mangel an einem Theater auf zwei Kieskränen erbaut, erhielten die Bregenzer Festspiele 1950 ihre erste Bühneninsel. Heute, 2015, feiern die Bregenzer Festspiele 70 Jahre Jubiläum. 1600 Menschen wirken an dem einmaligen Kulturereignis mit. Von den rund 7000 Sitzplätzen auf der Seebühne sind jetzt schon 80% reserviert. Das Spiel auf dem See letztes Jahr, die Zauberflöte, erfuhr eine Auslastung von 100%. Eine Superlative im Kulturbereich und ein Aushängeschild mit langjähriger Tradition für alle drei Länder. Es ist eine unglaubliche Chance. Und es ist auch so toll, dass es hier liegt, in diesem Dreiländereck. Und man spürt auch eine Offenheit und einen Bezug zu den drei unterschiedlichen Ländern. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass wir wirklich nur in Österreich liegen. Und das ist unglaublich spannend und ist sowohl für die Seebühne grandios, als glaube ich auch, dass die Seebühne wirklich hinauswirkt. Und das ist eine geniale Lage. Die Bregenzer Festspiele starten am 22. Juli mit Turandot. Bis 23. August stehen insgesamt knapp 80 Veranstaltungen auf dem Programm. Tickets und weitere Informationen gibt es unter bregenzerfestspiele.com. Von den Bregenzer Festspielen geht es bei uns gleich nach der Werbung weiter auch in Bregenz. Diesmal von einem kulturellen Top-Event in der Bodenseeregion zu einer absoluten Lifestyle-Location, der Beachbar in Bregenz. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Blickfang, das Bodenseemagazin. Hier in Bregenz gibt es nicht nur die Bregenzer Festspiele oder den Pfänder, nein, es gibt auch eine absolute In-Location. Hier können Sie perfekt den Feierabend einläuten und natürlich den Sommer pur genießen. Die Beachbar in Bregenz. Schätze der Region mit Annalena Hieber. Präsentiert von der Edelweißbrauerei Fani, regionaler Marktführer bei Weizenbieren und Erfinder des Kristallweizen. Großstadtflair in der österreichischen Seestadt Bregenz. Die Seebühne hat einen lässigen Nachbarn. Die Beachbar, eine der Sommerlocations am Bodensee. Ich habe es mir heute mal in der Beachbar in Bregenz gemütlich gemacht. Die gibt es hier schon seit 7 Jahren. Und wie man wunderbar sehen kann, ist es ein Ort zum Entspannen für Jung und Alt geworden. Sonntagstreff für Familien, Sehne und Party-Location. Dabei war die Beachbar eigentlich als einmaliges Projekt gedacht, erzählt mir Betreiber Stefan Köp. Zu der EM, wo wir die ZDF-Arena auf der Festspielbühne hatten, ist das im Prinzip ein Projekt des Stadtmarketing Bregenz, dem Wirtshaus am See und von mir gewesen, das ist Latvia Public Viewing hier zu machen. Und da hat es die Beachbar die Gründung gegeben, war für 6 Wochen geplant. Ist so gut angekommen, dass wir es dann gleich verlängert haben. Sonntagsausflug mit gestärkter Bluse und stundenlangem Kaffeekränzchen war einmal. In der Beachbar bekommt der Sonntagsbraten Konkurrenz von Grillvergnügen mit Profis. Verschiedene Veranstaltungen, unter anderem eben für Familien. Das spezielle Barbecue ist immer der erste Sonntag im Monat, wo wir ein Barbecue-Buffet anbieten, pauschal bzw. auch einzelne Gerichte in Kooperation mit der Weber Grillakademie. Also da sind wirklich Meistergriller hinter den Grills und zaubern da Köstlichkeiten. Mediterranes Flair in der Landeshauptstadt Vorarlbergs. Bis Anfang September hat die Beachbar Bregenz täglich bis Mitternacht geöffnet. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite Beachbar Bregenz. Nicht nur Veranstaltungen der Superlative wie die Bregenzer Festspiele bereichern unsere Region. Auch kleinere Veranstaltungen sind sehr empfehlenswert. Eines der Highlights im Veranstaltungskalender von Sigmaringen findet wieder statt, das Landeskinderturnfest.
Am Freitag laden viele tolle Angebote rund um die Stadthalle zum Mitmachen ein. Samstags finden den ganzen Tag Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen statt. Ebenfalls wieder mit Mitmachaktionen und Schauvorführungen. Besondere Highlights dieses Jahr sind die Turni-Party und die Open-Air-Disco vor und auf der Haupttribüne. Ein Riesenspaß für Jung und Alt. Los geht's am Freitag, den 24. Juli, mit der Eröffnungsshow auf der Haupttribüne. Weitere Infos gibt es unter landeskinderturnfest.com. Wieder einmal verwandelt sich der historische Schlossplatz in Meersburg zur Konzertarena. Diesen Sommer verzaubern und begeistern Soul-Sängerin Anastasia und die französische Sängerin Sass ihr Publikum. Anastasia hat über 30 Millionen Alben verkauft und wird am 5. August in Meersburg neben Hits wie One Day in Your Life oder Left Outside Alone auch neue Songs präsentieren. Am 6. August wird Frankreichs erfolgreichste Sängerin Sass ihr Publikum mit einer Melange aus Jazz, Soul, Blues, Chanson, Pop und einer feinen Prise Gypsy Swing in ihren Bann ziehen. Sass ist für energiegeladene Konzerte und eine elektrisierende Bühnenperformance bekannt. Tickets für Sass kosten 41 Euro, für Anastasia 49,80 Euro. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter koko.de. Das war's mit unserer Bregenz-Sendung für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen von der Seebühne hier direkt am See. Ein herrliches Ambiente, das Sie natürlich auch außerhalb der Bregenzer Festspiele genießen können. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wieder sehen um 18.45 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.